Musik. Es ist immer wieder schön, in dieser herrlichen Stadt hier in Sachsen zu sein. Als erstes, wie zu jeder Kundgebung, Demonstration, die Auflagen der Behörde, die hier in Leipzig erfahrungsgemäß immer sehr lang und groß sind. Als erstes, die Grünflächen des Simsonplatzes und deren Einfassungen sind vor Beschädigungen zu schützen. Ein Besteigen der Einfassungen sowie ein Betreten der Grünflächen und das Bundesverwaltungsgericht ist untersagt. Während des Aufzuges ist die rechte Richtungsfahrbahn einzuhalten, so werden vor Ort durch die Polizei keine anderen Verfahrensweise vorgegeben wird. Der öffentliche Personennahverkehr bzw. Gegenverkehr ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nicht zu behindern oder zu gefährden. Ein vorhandenes, separates Gleisbett der Leipziger Verkehrsbetriebe ist in jedem Fall freizuhalten. Den Anweisungen der Beamten des Polizeivollzugsdienstes ist jederzeit Folge zu leisten. Die Geschlossenheit des Aufzuges muss gewährleistet sein. Größere Abstände innerhalb des Aufzuges dürfen nicht entstehen. Bei Einsatzfahrten der Polizei, der Feuerwehr oder von Rettungsfahrzeugen ist die Versammlung bei Notwendigkeit zu unterbrechen. Kundgebungsmittel sind so mitzuführen, dass andere Teilnehmer oder Dritte nicht gefährdet oder behindert werden. Soweit während des Aufzuges Fronttransparente mitgeführt werden, sind diese in ihren Ausmaßen so zu bemessen, dass diese nicht über die Breite der nutzbaren Fahrbahn hinausragen. Während des Aufzuges ist zwischen den mitgeführten Kraftfahrzeugen und den Versammlungsteilnehmern ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Fahnenstangen, Transparenzstangen und Haltestangen für Trageschilder müssen aus Weichholz und Vollmaterial sein. Dabei darf die Gesamtlänge 200 cm nicht überschreiten und der Durchmesser bei Rundhölzern bzw. die Kantenlänge bei Kanthölzern 3 cm nicht überschreiten. Also bitte nochmal alle Messwerkzeuge raus. Den Teilnehmern der Versammlung ist es untersagt, gefährliche Gegenstände mitzuführen, die als Wurfgeschosse dienen könnten. Insbesondere Getränkedosen, Glasflaschen, das Mitführen von Getränkebehältnissen aus Plastik bzw. Tetrapacks sowie von Thermosflaschen ist hingegen gestattet. Zudem ist das Mitführen pyrotechnischer Erzeugnisse verboten. Das Abwerfen von Flugblättern, Zeitschriften, sonstigen Publikationen oder Ähnlichem während der Versammlung ist untersagt. Soweit vorgenannte Publikationen mitgeführt werden, sind diese gezielt an Dritte zu übergeben bzw. auszulegen. Und das war es mit der einen Seite Auflagen für unsere Veranstaltung heute. Und jetzt kann ich euch herzlich begrüßen, auch im Namen des Kompaktmagazins um Jürgen Elsässer, die diese Kampagne ins Leben gerufen haben. Jürgen geht hier vorne an der Bühne auf und ab. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Es ist schön, gemeinsam mit vielen Initiativen von der AfD über Freie Sachsen, über Bürgerinitiativen hier in Leipzig auf dem Platz, auf dem Simsonplatz zu stehen, liebe Freunde. Und was ich in den letzten 2 Stunden hier mitbekommen habe, ist halb oder ganz Deutschland hier heute versammelt. Ein Bus mit 30 Teilnehmern aus Hannover extra hierher gekommen. Die Insel Rügen ist vertreten. Und viele, viele, viele andere Teile von unserem geliebten Vaterland. Und ich verspreche euch, und diese Forderung haben wir in allen Gesprächen mit den Behörden geführt, wir werden heute unseren Spaziergang durchführen. Und wir werden wieder auf diesem Platz ankommen.
Dafür hat die Behörde, hat die Polizei zu sorgen. Amigo Home. Ja, das ist unsere Forderung. Genauso wie wir 89 erfreut und erleichtert waren, dass eine andere Besatzungsmacht Deutschland ohne großes Federlesen verlassen hat. Genauso fordern wir heute, wie das damals die Sowjetunion noch getan hat, genauso fordern wir heute von Amerikanern und allen anderen Besatzern hier in Deutschland raus aus unserem Land. Wir wollen endlich wieder selbstbestimmt sein, liebe Freunde. Und ich freue mich, als Eröffnungsredner hier einen der Organisatoren dieser Veranstaltung, die viel Schweiß und Kraft im Vorfeld gekostet hat, hier auf der Bühne auf unserem Sprecherwagen begrüßen zu dürfen. Ein Organisator aus Thüringen, bitte dein Mikrofon. Hallo Leipzig! Hallo Widerstand! Hallo Patrioten! Ich hatte eigentlich eine Rede vorbereitet, aber wenn man die gesamte Vorbereitung und den Ablauf dieser Demonstration im Vorfeld betrachtet, habe ich die Rede außen vor gelassen und habe spontan mich für was anderes entschieden. Ich heiße euch hier alle herzlich willkommen! Ich heiße euch hier auf dem Platz herzlich willkommen! Genauso wie die linken Gegendemonstranten, die eigentlich bei diesem Motto hier auf unserer Seite stehen müsste. Amigo Home ist eigentlich ein linkes Motto aus den 50er Jahren. Da gibt es auch das Lied von Ernst Busch. Amigo Home, warum steht ihr nicht mit hier auf diesem Platz? Warum? In Vorbereitung auf die Veranstaltung sind uns sämtliche Steine in den Weg gelegt worden. Hat angefangen über den Strom, übers Wasser. Die Stadt Leipzig hat versucht, mit allen Mitteln diese Veranstaltung zu verhindern, zu sabotieren, zu boykottieren. Und das ist eine Katastrophe! Ich habe vor ein paar Minuten noch Anrufe bekommen von Leuten, die auf dem Weg hierher waren. Denen wurde der Weg durch die Polizei verwehrt, weil angeblich irgendwelche Blockaden sind. Es waren die Leute von Querdenken Dresden, die es nicht hierher geschafft haben. Es müssen noch ganz viele Leute in der Stadt unterwegs sein, die bewusst in die Arme der Linken geschleust werden, um Ärger zu provozieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Schande! Als wir heute mit Polizeischutz hier in Leipzig angekommen sind, war es uns über eine Stunde nicht möglich, diesen Platz zu befahren. Eigentlich hieß es ab um 11 Aufbau. 13.15 Uhr konnten wir den Platz befahren, weil die Mitarbeiter vom Ordnungsamt Leipzig nicht für notwendig gehalten haben, hier auf dem Platz zu sein und für Ordnung zu sorgen. Im Gegenteil, man hat dafür gesorgt, dass der Gegenprotest, die Gegendemonstranten nah genug an uns rankommen. Schämt euch! Und ein was möchte ich gerne noch sagen, das liegt, was mir am Herzen liegt. Unser Protest, Amigo Home, richtet sich weder gegen das amerikanische Volk, noch gegen die Soldaten, die von diesen Kriegstreibern benutzt werden, um andere Völker auszubeuten, auszuplündern. Deshalb von diesem Platz
ganz klar und deutlich, amigos!